Hey Leute, was geht? Heute werde ich für euch den New Balance Outdoors unter die Lupe nehmen. Am Ende vom Video seht ihr das Fazit und ob ich euch den Schuh empfehlen kann. Viel Spaß! Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it. Der Schuh fällt etwas kleiner aus als normal. Deshalb ist es empfehlenswert, den Schuh in einer halben Größe größer zu kaufen. Vor allem der Vorderfuß eignet sich eher für schmale Füße. Jedoch passt sich der Schuh nach einer kurzen Einlaufphase sehr gut an den Fuß an. Auch in der Kategorie Haltbarkeit kann der Schuh glänzen. Nach einer dreiwöchigen Testphase auf unterschiedlichen Spielflächen lassen sich kaum Gebrauchsspuren am Schuh erkennen, was für eine sehr gute und lange Haltbarkeit spricht. Die Verarbeitung hat mich positiv überrascht. Der Schuh bietet eine sehr gute Verarbeitung mit Features, die sehr hilfreich sind. Zum einen besitzt der Schuh eine besonders griffige Beschichtung auf dem Vorderfuß, was ein Verrutschen des Balles fast unmöglich macht. Seitlich ist das Material sehr dünn, um eine Atmung des Fußes zuzulassen. Zusätzlich wird die Ferse optimal durch ein festes Material geschützt. Kommen wir zum Fazit. Meine anfängliche Skepsis gegenüber dem New Balance Audazo hat sich komplett in Luft aufgelöst. Sowohl die Verarbeitung und die Haltbarkeit, als auch das gute Ballgefühl durch die griffige Oberfläche lassen den Schuh durchaus mit Vergleichsmodellen von Adidas und Nike mithalten und lassen den Schuh vor allem im Hallenbereich sehr gut abliefern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe euch gefällt dieses Video und bis zum nächsten Mal.